Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Die lebende Ahnen. Die Wahrsagerin hat nicht gelogen. Sie sieht sehr friedlich aus. Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen, bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Sie ist es! Die Wahrsagerin hatte recht. Aufseher Bohai, eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Fremde? So wie mich alle anschauen, kennen die mich. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnen, wie Alva es glaubt, oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Und das ist unser ehrenwerter CEO. Also, hier ist sie. Unser großes Rätsel. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein CEO. Wie kann sie als Sobek erscheinen und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnin in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich, Lügen werden uns nicht reichen. Nun sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben. Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Farrows Geheimnissen, gefunden. Es ist nicht weit. Doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien, aber sie halten sich dort. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können. So, also geht's los. Ihr habt Theben gefunden. Wie? Die Ahnen zeigten es uns nicht lange, nachdem wir Landfall schufen. Vor fast einem Jahr. Wegen ein paar alter Daten, die Alva gefunden hat und die ich verifiziert habe. Sie enthielten Details zum Bau eines riesigen, unterirdischen Palastes. Und wo genau? In der Nähe. Hinter den Ruinen unter der großen Pyramide. Typisch. Ted fand Pyramiden toll. Warst du schon mal drin? Ah, nein.
Das ist ein Problem, eins von vielen. Und mit der Zeit werden wir sie alle lösen. Erst müssen wir nur zur Ausgrabungsstätte zurückkehren. Ich hoffe, du kommst so gut mit Maschinen zurecht, wie Wahrsagerin Alva behauptet. Natürlich, ich habe einen Spitzendonnerkiefer erlegt. Wonach genau sucht ihr eigentlich in Theben? Ich dachte, Alva hätte die benötigten Daten besorgt. Wir haben viel riskiert, um den Ozean zu überqueren. Deshalb müssen wir jede mögliche Verbindung zum Vermächtnis finden, solange wir hier sind. Besonders eine so wichtige wie Theben. Wir werden auf keinen Fall zurückkehren, bis wir alle seine Geheimnisse kennen. Also, erstattet Alva dir Bericht? Ich wurde von meinen Kollegen im Rat der Aufseher beauftragt, die Datenbeschaffung auf dieser Expedition zu beaufsichtigen. Ja. Und du leitest die Expedition? Er macht viel mehr als das. Du sprichst hier mit dem Cousin des Kaisers, der Quen. Dem Erben der Lande des großen Deltas, dem ersten CEO seit 5 Generationen. Sie muss nur verstehen, dass ich hier das Sagen habe. Und dass ich vorhabe, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Ich auch. Wir haben Glück. Ihr seid in diesen Schiffen über das Meer gekommen? War sicher nicht einfach. Größe ist nie einfach. Genau. Es dauerte 7 Jahre, die Flotte zu bauen. Diese Expedition ist das wichtigste Unterfangen unserer Generation. Ein Streben nach Wissen, das das Meer umfasst und bei dem nicht weniger als das Schicksal unseres Stammes auf dem Spiel steht. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Willen des CEO. Die Reise war aufreibend. Und die Wildnis hier ist noch schlimmer. Unsere Matrosen und Soldaten haben sehr gelitten. Das weiß ich. Doch alles für den Ruhm der Quen. Gut zu wissen. Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkiefer. Ha! Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Witzen? Hartnäckiger, stärker und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnin wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben, am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist. Okay, dann machen wir es mal kurz. Mit der man rechnen muss. Eine Barbarin! Lauf, Fremde! Hier läuft die eine Killermaschine rum! Was? Da bist du ja. Ach, von da kommt er! Ist jetzt so los. Okay, ich dachte, die helfen mir so ein bisschen. Bin ich jetzt hier überhaupt? Habe ich das Gebiet quasi verlassen? Also nicht, dass ich aus Versehen die Mission abbreche. Ich dachte, die helfen mir. So, Spitzendonnerkäfer mal wieder. Ein bisschen blöd eigentlich. Jetzt nicht sehe. Der hat einen so ein Ding schon verloren. Vielleicht ganz geil, oder? Der hat auch nur noch eine Waffe an der Seite. Autsch. Nicht so gut. Weiß ja wohl schon, wo ich bin, oder? Der Stein gibt mir Deckung.
Irgendwo ein bisschen Gras. Ja, toll. Was ist das Problem, hey? So, oh no! Oh, aufpassen. So, Radar schon mal weg. Ich weiß nicht, dass ich hier bin eigentlich. So ein bisschen doch. Keine Ahnung. Oh, oh, was macht denn hier alles kaputt? Das ganze Gebäude hier kaputt. Wie sieht er mich? Scheiße, das ist das Radar. Der macht hier das ganze Haus kaputt. Wow! Schön getroffen. Oh Mann, wieso darf ich hier alleine kämpfen? Ist auch unfair. Das Herz zu schaffen. Ist natürlich ganz nice. Aber er hatte schon ein bisschen Schaden. Boah! Oh. Boah! Vielleicht klappt das hier. Klappt das? Ich weiß es nicht. Hier ist gelb, gell? Na, er weiß es aber irgendwie. Nein! Wie ich nicht treffe. Oh, wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? Oh, was ist jetzt? Ah, ich bin zu weit weg. Ja, toll. So kann man auch die Pfeile verschießen. Oh, ich häng! So, einmal weg. Autsch. Ja, sehr mies. Irgendwo müsste ja doch die eine Waffe noch liegen. Ah, Stein! Autsch! Shit, shit, shit! Wieso kann ich nicht laufen? Die nicht abgeschossen? Hier liegt was? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss doch irgendwo sein, oder? Okay, kurze Pause. Können wir mal auffüllen. Dann können wir die Beeren auffüllen. Er verliert gar nicht mehr die Fertige. Das ist schon übel. Ah, oh, shit. Ah, weg da, weg da, weg da, weg da. Das kann es nicht sein. Wo ist denn die Waffe hingeflogen? Das Wasser. Oh. Oh, 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 oh. Wow. Wie habe ich das geschafft? Oh, da hätte ich fast das Herz getroffen. Autsch. Hallo.
auch nicht reingefallen. Ja! Ganz ruhig, Kollege. Alter. Der macht ja halt alles kaputt. Na toll. Eigentlich, Mister. Ah, okay, die Fährte verlieren. Ich hab doch die Waffe weggeschossen. Das kann doch nicht sein, hey. Oh, die Dinger kann man ja auch noch wegschießen hier. Oh, er weiß direkt Bescheid. Ah, er dreht sich zu schnell um, hä? Was macht der eigentlich gerade? So, ich versteck mich mal. Das ist gut hier zu wechseln. Steht da drüben. Hier hinten. Guck grad, hier gibt's gar nicht diese Bären. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist ja vorne da, wo er ist. Da gibt's ein paar. Und jetzt kommt er hier wieder. Wow. Nein. Alter, beweg dich nicht so viel. Ah! Jetzt sterben, wäre sehr blöd. Alter, ich treffe das Rote nicht. Okay. Rennt wieder los. Au. Obacht. Macht er jetzt. Alter, ich treff nicht. Und ist gerade von verziehen hier. Gibt's hier gar nicht. Einfach so nochmal einen Spitzendonnerkiff erledigt. Aber er war ein bisschen angeschlagen. Muss man halt auch dazu sagen. Habe ich jetzt nicht alleine gemacht. So, hier können wir wieder ein paar einsammeln. Dann drüben noch die Teile und dann können wir da mal rübergehen. Das Ganze machen wir aber im nächsten Part. Und würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten, Wiederschauen und reingehauen. Hallo Maschinenjägerin. Sprich mit uns.